herzlich willkommen zur GPL und damit zum 9. Spieltag und damit wahrscheinlich auch zum wichtigsten Spieltag, denn Achtung Spoiler, Loki hat gegen El Scissor den Erstplatzierten, wir waren ja Zweitplatzierter, ich glaube wir sind auch noch Zweitplatzierter, mit 6:0 verloren und das ist natürlich ziemlich bad. Ich finde trotzdem nicht, dass Loki schlecht gespielt hat oder sowas. Aber das ist natürlich, das Ergebnis ist niederschmetternd. Und dementsprechend müssen wir heute eigentlich gewinnen. Ich habe allerdings nicht sehr viel Zeit gehabt, um sie ins Teambuilding zu stecken. Daher ist das jetzt eher so ein bisschen auf Krampf entstanden. Ich hoffe trotzdem, dass wir mit ein paar Überraschungsmomenten und so weiter und so fort gegen Bene gut ankommen werden und natürlich einen Sieg holen werden. Aber das wird, glaube ich, heute vor allem auf spielerischer Ebene entschieden und nicht so wirklich in der Prep, zumindest nicht von meiner Seite aus. Ich denke, Bene ist besser gepreppt als wir. Ja, heute auch im Stehen, einfach damit vielleicht mein Kreislauf ein bisschen mehr in Schwung kommt und meine Gehirnsynapsen besser funktionieren als so in den letzten Matches, wo wir ja nicht immer optimal gespielt haben. Klar, am Ende kam Win bei rum, aber optimal gespielt haben wir auf jeden Fall nicht. Wir haben heute auf jeden Fall einen Plan, mit Self und Gortrom ultra passiv zu leaden. Das machen wir in der Regel nicht sehr häufig und daher hoffe ich, dass wir Bene da ein bisschen überraschen können und mit Egelsamen und Tarnstein so ein bisschen zu agieren. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Dann haben wir noch zwei Speed-Optionen mit Sneeble, mit Scarf Icy Wind und wir haben natürlich unser X-Bart mit dem Rückenwind, was selbstverständlich aber auch ein bisschen reinballern soll mit dem Sturzflug. Und dann haben wir noch Grabbit und Heatran, das sind unsere beiden offensiven Monster. Der eine mit Pudersand, der andere mit der Beere gegen den Sand quasi. Und ja, ich hoffe, das wird funktionieren. Ich werde ein bisschen außer Atem sein, weil stehen, ihr wisst es, Alter, mit meinen 490 Kilo ist das gar nicht mal so einfach. Und außerdem bin ich auch ein bisschen nervös, weil es geht halt um eine ganze Menge. Aber ich würde sagen, wir gehen rein gegen Bene. Ich bin gespannt, was er so mit dabei hat. Zera erwarte ich hundertprozentig. Ich denke sowas wie Kime, Nidoqueen, also ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was so mitkommen könnte, aber ich denke mal, Zera wird tausendprozentig dabei sein, ist jetzt nicht sonderlich die krasse Prediction, weil hey, wir gucken einfach mal, was da kommen wird und gucken mal, ob wir unsere Plan irgendwie durchkriegen. Ich hoffe natürlich, dass The Root nicht mit dabei ist, weil wir dann Freer Egelsamen drücken können und Miltank. Miltank wäre super, super nice, wenn es nicht mit dabei ist. Ansonsten glaube ich, dass es Vegetarier haben wird, um Gortrom so ein bisschen auszubremsen. Wir gucken mal, Miltank ist dabei. Yes, das habe ich befürchtet. Aber dafür haben wir den Ablei-Typ, der natürlich nicht sonderlich viel macht, aber zumindest ein bisschen. Kime Bronzong mit dabei. Auch auf Bronzong habe ich nicht so ganz gehofft. Das heißt, das schon mal nicht so optimal. Zera Aura mit am Start. Nidoqueen mit am Start. Auch hier eher so ein bisschen Worst Case. Und Pantimos. Okay. Das heißt, die Anti-Feuerbeere auf Gortrom so ein bisschen wasted, denke ich. Es sei denn, Zera spielt den Blaze Kick. Dann wäre das auf jeden Fall nochmal ganz nice. Aber von den Mons, die mich umballern können, ist Uhafnir nicht mit dabei. Uhafnir nicht mit dabei ist sehr cool. Generell hat der maximal Bronzong als fliegendes Mon, was halt sehr, sehr angenehm ist für Wurmschwanz. Das fühle ich auf jeden Fall sehr. Miltank ist nervig. Aber ich glaube, Miltank ist okay. Giftspitzen könnten dabei sein. Ist aber mit den Mons, die wir dabei haben, ebenfalls okay. Der fliegt halt. Heatran wird davon nicht getroffen. Bei Griffhook ist es egal, weil der sowieso One-Hit von allem ist. Nur Wurmschwanz würde das ein bisschen nerven. Aber okay. Ja, also Erdbeben sieht fucking insane aus. Rundumschutz kann auf jeden Fall Pantimos. Boah, bei Bronzong bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht so sicher. Das gucke ich einfach mal nebenher nach. Wir sind ja hier in Bereitschaft. Wir stehen ja extra, um schnell überall sein zu können oder sowas in die Richtung. Bronzong. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, ne, nicht viel Zeit reingesteckt, aber Wildcard kann er nicht. Aber ich habe mega Bock auf den Kampf. Und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was reißen können. Teen Gohan und Majin Buu sind die Leads. Und das ist so... Ja, Zera ist ein guter Lead für uns. Zera wollte ich ganz gerne sehen. Miltank? I don't know, ob ich den gerne sehen wollte. Ich denke eher nicht. Aber hey, vielleicht ignorieren wir den so ein bisschen. I'm not sure. Wir werden Egelsamen gehen, wir werden Tarnsteine gehen. Spricht irgendwas dagegen? Ich denke so grundsätzlich nicht. Es kann jetzt ein Fake-Out kommen. Wenn er aber Angst vor einem Fake-Out von Gortrom hat, wiederum,
dann muss er eigentlich Gortrom fake-outen. Und Gortrom wiederum ist in einer guten Position gerade. Also der hat ein solides Matchup. Ich glaube so, das Schlimmste wäre so, ich weiß nicht, wenn er selbst Hazards legt, aber das betrifft Gortrom halt nicht. Oder Toxic, sehe ich nicht. Icy Wind, Body Slam. Body Slam into Para und dann ganz viele Full Paras. Ja, aber grundsätzlich ziehe ich erstmal meinen Plan durch. Und das ist alles, was ich heute an Plan dabei habe. Coaching Miltank. Okay, Coaching Miltank ist scary. Sehr, sehr scary auf jeden Fall. Coaching Miltank ist scary. Coaching Fluch Miltank ist noch ein bisschen scarier. Vor allem, weil wir so viel physischen Stuff haben. Okay, der ist instant plus 2 plus 2. Okay, I see. Das ist aber... Nee, das ist gar nicht so scary. Das ist gar nicht so scary. Wir haben Zugabe. Wir haben Zugabe. Es ist gar nicht so scary. Ich würde den trotzdem super gerne ein bisschen angreifen wollen, wenn ich ehrlich bin. Aber... die Frage ist halt, womit, ne? So, Zera zu attacken ist, glaube ich, auch voll fein. Was hat er dabei? Guck mal, Kime ist nicht so gut zu sprechen auf unser Grasfeld. Bronzong. Ja, Bronzong wäre auch sehr okay, aber können wir Egelsamen drücken. Das ist, glaube ich, auch fein. Will ich Miltank so ein bisschen attacken? Wir werden halt echt keinen Schaden machen gegen den. Also absolut nicht. Ich muss theoretisch wahrscheinlich jetzt gleich mit Selfie sogar ein bisschen, also rausgehen. Und irgendwas reinholen, was ein bisschen Druck macht. Aber ich denke, Grasrutsche sollte fein sein. Into Zugabe. Ja. Wenn er hier Mentalkraut drauf spielt, strong. Aber dann darf er jetzt nicht nochmal für Fluch gehen. Wir werden sehen. Okay, der geht raus. Das heißt, irgendwas kriegt eine Grasrutsche ab. Ich denke mal, Bronzong, Android 17 könnte Bronzong sein. So ist es. Dann hätte ich vielleicht lieber da sogar nochmal Egelsamen drauf geplantet. Aber ist okay. Grasrutsche sollte zumindest Chip machen. Und wir werden auch gleich herausfinden, ob er den Boden berührt oder nicht. Zugabe kommt. Bitte kein Mentalkraut. Komm schon. Selfie gönnen. Also Miltank gönnen. Yes, okay. Okay, okay. Er muss weiter Fluch drücken. Okay, und jetzt soll der Trick Room kommen. Jetzt soll der Trick Room kommen. Das ist aber okay für mich, wenn der Trick Room kommt. Ist das okay für mich? Ich denke schon. Wir gehen für Egelsamen auf Android 17. Wir wollen chippen, chippen, chippen. Griffhook ist halt nicht so geil. Wir könnten Miltanks Item wegschlagen und so. I know. Trevor. Trevor mit Eruption ist halt an sich ein Ding. Problem ist halt Bronzong. Was dann im Bizarro-Raum Erdbeben, Body Press und sonst was einsetzen könnte. Aber wir haben halt die Schuke-Bäre, die so ein bisschen dagegen arbeitet. Er hat gerade übrigens keinen Heal bekommen, ne? Das heißt, er hat Schwebe und keinen Hitzeschutz. Okay. Ja, ich würde hier rausgehen in Heatran. Einfach um jetzt speziell ein bisschen gegen dieses Miltank zu pressuren. Das wird halt auch nicht unfassbar viel Damage machen, aber ich denke, es ist unsere beste Möglichkeit, den zu breaken. Und wir sollten anfangen, den zu breaken. Weil, dass wir ewig auf Zugabe gehen können, ist halt nicht gegeben. Wir könnten uns gleich überlegen, ob wir mit, so Egelsamen treffen wieder, ob wir mit Gortrom gleich nochmal rausgehen. Und da wieder Selfie reinholen, um wieder Zugaben zu können. Weil der geht jetzt halt plus 4, plus 4. Und jetzt wird wahrscheinlich der Trick Room kommen. So. Ich hoffe, die Zugabe hält noch zwei Runden. Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wird sehr, sehr kritisch, dieses Miltank werden. Eisenabwehr auf dem. Okay, aber Eisenabwehr ist super, super geil. Eisenabwehr ist super, super geil, weil wir jetzt natürlich mit unserem Heatran eine Eruption rausballern können. Und Miltank dürfte auf jeden Fall noch nicht angreifen. Und ich sag mal so, Android 17 ist eigentlich in einer ganz guten Position gerade, um weggeballert zu werden. Also nicht so sonderlich gute Position für Bene, aber sonderlich gute Position für uns. Genau, ich wollte gucken, wegen Zugabe. Right, wie lange ist denn noch gezugabt? Eine Runde noch. Okay, das heißt, solange er den Bizarro-Raum nicht rausbekommt, everything is fine. Er kann natürlich danach... Er könnte danach auf jeden Fall fake-outen, wenn wir jetzt was killen. Aber das Ding ist, wir haben eine Zugabe oder Eruption. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er Speckschicht spielt. Also, könnte natürlich sein. Aber da wir einen Gortrom haben, halte ich das für nicht so wahrscheinlich. Das heißt, ich gehe raus in Lucius... Und drücke hier die Eruption. Und ich hoffe, dass er keine Anti...
Feuerbeere hat und wenn doch, dass es trotzdem killt, wenn er schon so viel Chip hat. Wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken. Eruption kommt. Antifeuerbeere ist drauf. War erwartbar. Killt das vielleicht trotzdem, weil es ist eine freaking Eruption. Klar, gesplittet. Killt beide fast. Holy shit, dass das so viel gegen Miltank macht, ist crazy. Das ist sehr, sehr crazy. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich... Jetzt wird wahrscheinlich Bizarro-Raum kommen, oder? Ich nehme es mal ganz stark an. Und dann wird es gefährlich. Ja. Jetzt wird es natürlich gefährlich. Weil Miltanks Zugabe genau jetzt endet. Überreste hat er, okay. Ich habe mir noch fast nichts aufgeschrieben. Wir haben hier Fluch. Oh, stirbt er sogar? Ist das gut, wenn der stirbt? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn der stirbt. Bronzong auf jeden Fall weg. Und Zugabe ist beendet. Ja, das ist schlecht, weil der ist natürlich mit Abstand jetzt der schnellste Pokémon im Bizarro-Raum. Und er bekommt halt viel Heilung. Und Kefla kommt jetzt auch noch rein. Ja. Grasfeld ist halt zum Glück bald vorbei. Aber ist jetzt trotzdem eine eher schwierige Situation, würde ich mal behaupten. Trevor dürfte einmal Erdkräfte überleben. Das einzige Problem ist, wenn nämlich Double Focus. Dann habe ich echt ein Problem. Ja, ich habe generell ein Problem. Ganz klar. Er muss mich eigentlich Double Focusen mit Erdkräfte plus Erdbeben oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob er das tun wird. Boah, ich glaube, ich muss riskieren, Trevor. Also ich muss Trevor hier riskieren. Dann wird es aber echt schwierig, weil wir nichts Spezielles mehr haben. Dann weiß ich nicht, wie gut wir den noch breaken können. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Ich glaube, ich gehe hier auf einen Eishieb und ich glaube, ich gehe hier auf eine Lichtkanone und hoffe einfach oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, der geht für Schutzschild. Okay, ja, um erstmal unsere Shookaberry wegzuplanten. Das war ein sehr guter Play von ihm. Ich meine, wir kriegen einen Icy raus, ist cool so, aber Miltank holt sich halt nochmal Recovery. Oh, das killt einfach. War das ein Crit? Okay, crazy. Der ist offensiv. Ja, das ist schlecht, dass Heatran jetzt gestorben ist. Vielleicht hätte ich den zurückholen müssen. Ja, und dieses Miltank, es war quasi down, aber es bekommt jetzt so freaking viel Recovery. Und der Vegetarier nervt hart. Dass Miltank sehr nervig werden würde, war einigermaßen klar. Jetzt wünschte ich mir, wir hätten den Schmarotzer mitgenommen auf Selfie. Er hat geprotected. Das ist das Problem, dass wir halt im Bizarro-Raum nicht schneller sind. Ne? Und Selfie ist da gerade so ein bisschen passiv. Das heißt, jetzt irgendwas reinzuwerfen. Wir haben halt nichts, was den irgendwie besiegen könnte. Das ist das Problem. Also ich könnte so Knock-Off drücken und dann bekommt er weniger Recovery und sowas. Das wäre möglich. Ja, meine Idee ist, auf Wurmschwanz zu gehen und zu protecten und dann mit Lucius rauszugehen in Griffhook oder sowas in die Richtung und dann mit zwei Mons attacken zu können. Aber ich glaube, beide werden den nicht besiegen können. Und ja, ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig, daran vorbeizukommen. Was erwartbar war. Vielleicht hätte ich nicht mit Selfie rausgehen dürfen. Aber dann hätte er einfach protected und Bizarro raubend. Ja, irgendwie diesen Bizarro-Raum rumbekommen wäre auch eine Option, die wir auf jeden Fall haben. Natürlich. Also ich glaube schon, dass wir an dem noch vorbeikommen können. Aber drei Bizarro-Raumrunden plus vier ist schon eine ganze, ganze Menge. Das ist auf jeden Fall klar. Rechts ist auf Erdkräfte gegangen, links ist auf Protect gegangen, wird jetzt irgendwas drücken. Ich muss mit Selfie raus, Selfie ist gerade zu passiv und ich muss in Griffhook, denke ich, raus, muss hier dann protecten, das kann predicted werden. Ich wusste, dass Bizarro ein Problem wird, habe überlegt, ob ich mich dagegen preppe, habe halt Zugabe und Verhöhner mitgenommen, aber war natürlich klar, dass er das trotzdem sehr gut rausbekommen könnte. Ja, hier muss es ein Protect sein. Das kann uns jetzt schon sehr, sehr viel kosten, dieser Play. Vor allem, weil ich glaube, dass beide in Kombination... Ich denke, er muss erstmal eine Runde protecten gleich, wenn Sneeble hier drin ist, wegen dem Fake-Out. Also, wenn Sneeble überleben sollte, was ich jetzt einfach mal hoffe. Risikotackle, okay. Oh, Risikotackle ist aber, glaube ich, ganz geil.
all around. So, Matschbombe beleben wir. Komm, Griffok. Bitte. Oh, komm, Griffok. Mann. Junge, dieses Nidoqueen ballert aber auf andere Art und Weise. Ja, ich glaube, das wird eine eindeutige Geschichte werden. Ich kann noch so ein bisschen hin und her spielen. Das ist klar. Ich könnte in X-Bad gehen. Da könnte ein Eistrahl, da könnte ein Donnerblitz kommen. Golgomath wird halt einfach, also ziemlich sicher umgebolzt. Nicht hundertprozentig, aber ich würde dem halt auch nochmal wieder was aufsetzen. Ja, Miltank macht viel Druck. Miltank macht viel Druck. Das ist klar. Und wenn wir jetzt zu viel verlieren, wird es auch schwierig zurückzukommen, wenn wir den überhaupt besiegen können. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Sturzflug wird passablen Schaden machen, dafür, dass er auf plus 4 ist. Ich denke, Sturzflug ist mein Play. Hoffen, dass wir den Hit von Kefla überleben. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sonderlich sicher. Mit Wurmschwanz müssen wir nochmal rausgehen. Der ist so ein bisschen unsere Wincon. Bronzong ist weg, das heißt Erdbeben ist insane. Speed Control verlieren wir jetzt aber auch komplett und dann ist Wurmschwanz gar nicht mehr so crazy. Aber Golgomath da nochmal reinwerfen, auch schwierig, ey. Auch sehr, sehr schwierig. Ja. Sehr, sehr kritische Geschichte. Ja, ich muss hier irgendwie rausgehen, sonst ballert der mich mit Risikotackle um. Lucius könnte sogar plus 4 Risikotackle überleben. Kann er predicten jetzt an der Stelle? Er muss auch ein bisschen vor Fokusgurt aufpassen. Mal gucken. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie rauskommen können. Risikotackle kommt auf Selfe. Selfe stirbt, aber das müsste eine Menge Knockback geben. Ja, wenn X-Bart jetzt irgendwie... Ja, Donnerblitz ist genau das, was ich sehen wollte. Das leben wir dank unserer Antibäre. Das ist wichtig. Yes, okay. Wir sind so Basel back. So Basel. Und Sturzflug sollte Miltank besiegen. Ich hoffe doch mal, oder? Komm. Yes, okay. War ein Crit. Ich glaube nicht, dass der gemerdert hat. Plus 4 ist strong, aber Miltank ist weg. So, bei Nidoqueen haben wir jetzt was gesehen. Wir haben Matschbombe gesehen. Wir haben Donnerblitz gesehen. Und wir haben Erdkräfte gesehen. Ja, soweit keine Überraschung. Okay. Ja, Wurmschwarz, Golgomath, die beißen sich jetzt sehr, weil mit Erdbeben kann ich hier nochmal echt viel machen, potenziell. Wie viele Bizarro-Runden sind noch dran? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall den Rückenwind jetzt nochmal rauszubekommen, wird halt auch schwierig werden. Jetzt nochmal Grasfeld rausholen, weiß ich auch nicht, ob es das ist. Maybe ist es, da, ist es Grasfeld gerade, weil ich dann Egelsam kann. Ich meine, was wird am gefährlichsten wird Nidoqueen, wird für Gortrum Nidoqueen. Ich glaube, ich gehe erst in Wurmschwanz und versuche dann raus zu switchen. Dass ich jetzt nochmal protecte, ist halt möglich. Mr. Satan kommt. Okay. Bekommt nochmal Tarnstein-Chip. Das kann alles noch sehr wichtig werden. Bizarro-Raum ist eine Runde noch draußen. Das heißt, ich müsste im Best Case X-Bad switchen, Gortrom rein. Dann hole ich aber das Grasfeld raus und kann nicht mehr beide hitten. Was okay sein könnte. X-Bad stirbt ansonsten jetzt. X-Bot stirbt ansonsten jetzt. Puh. Ich habe dann die Pferdestärke. Bin ich schneller als Nidoqueen? 76. Oh, ich weiß es nicht. Doch, vielleicht. Ich glaube, ich muss hier auf jeden Fall auf Golgomath raus. Und ich denke, ich muss hier eine Runde protecten. Der kann aber Whiteguard haben. Das ist mir bewusst. Ich muss jetzt kurz mal nachgucken. Habe ich auf Nidoqueen gespeedcreept? Bitte lass mich auf Nidoqueen. Nee, habe ich nicht. Also, kann trotzdem sein. Also, ich denke gar nicht, dass der so viel Speed haben wird. Deswegen könnte das okay sein. Mal schauen. So, wir gehen in Gortrum rein. Kann er predicten auf jeden Fall, dass unser Play gerade ist in der Situation. Es wird sauschwer zurückzukommen, aber noch sehe ich Optionen. Mogelhieb, okay. Auf Grabbit, perfekt. Nimmt man. Und Donnerblitz auf Gortrum. Nimmt man auch. Okay. Er bleibt safe. Und das finde ich grundsätzlich erstmal ganz gut. So, ich glaube, der muss Leben Orb sein. Ich glaube nicht, dass er Antiboden wäre es.
Kann ich mir zum aktuellen Zeitpunkt recht schwer vorstellen. Das bedeutet für mich, ich kann auf Nummer sicher gehen und Grasrutsche in die Duquin reinballern. Aber ich glaube fast, dass das nicht unbedingt mein Play ist. Ich möchte ja eigentlich sogar Grabbit plus X-Bart hinbekommen. Deswegen presse ich Egelsamen nach links. Rapidschutz, Eissturm. Eissturm wäre schwierig, aber dann könnte man nochmal den Switch in X-Bart riskieren. Und ich würde Pferdestärke gerne auf rechts ballern. Ich könnte alternativ Eishieb drücken, treffe ich aber Kime nicht so gut, Zera nicht so gut. Ally Switch könnte ein Ding sein. Boah, Ally Switch. Ally Switch könnte ein Ding sein. Das ist leider wahr. Ich darf Ally Switch, glaube ich, nicht predicten in der Situation. Ich glaube, also Pantymos könnte es dabei haben, aber wenn ich es predikte und falsch liege, dann ist halt over, ne? Und ich glaube, ich hoffe jetzt mal, dass er es nicht hat. Okay, er protected damit. Das könnte okay sein, je nachdem, was Pantymos jetzt so macht. Wenn er für Eissturm geht zum Beispiel, ist das, ja, nicht optimal. Definitiv nicht. Vor allem, weil es eine ganze Menge Schaden macht. Holy shit. Und damit sind wir minus 1 Speed. Minus 1 Speed. Könnte schwierig werden. Könnte sehr, sehr schwierig werden. Mit Rückenwind auf minus 1. Boah, das ist jetzt interessant. Auf Rückenwind mit minus 1 sind wir wahrscheinlich nicht schneller als Zera. Wäre das schlimm? Wäre das schlimm? Wäre nicht optimal. Kommt halt auf Zeras Set drauf an, ne? Er hat damit geleadet. Ich glaube, er hatte... Oh Gott, was hat er eingesetzt? Coaching. Coaching. Okay, Coaching war da drauf. 4 Mons hat er. Erdbeben wird noch wild. Hat er Eistrahl gezeigt? Bisher nicht, ne? Bisher nicht. Das heißt, wir könnten nochmal versuchen, X-Bart da reinzuholen auf den Grabbit-Slot. Wollen wir nochmal versuchen, hier Egelsamen zu planten? Oder wird er jetzt Gortrom maybe sogar attacken? Könnte halt sein. Ich könnte Gras rutschen auf Kevlar. Brauche ich nicht unbedingt. Das Einzige, was ich brauche, ist irgendwie X-Bart am Leben behalten, um den Rückenwind rauszubekommen. Wenn ich jetzt da aber reinwechsel, bekomme ich einen Eissturm ab. Das ist ungeil. Ich glaube, ich Double Protector an der Stelle einfach mal eine Runde. Ich glaube nicht, dass es der Play ist, to be honest. Aber ich will die Grasfeldrunden irgendwie ablaufen lassen ein bisschen. Das würde ich ganz gerne machen wollen. Und einfach mal gucken, was er machen will. Ob er hier auf unser Gortrom schielt oder eher auf unser Grabbit. Er geht nochmal für Eissturm. Kriegen wir Pantymos irgendwie in die Range, wo Matschbombe auf Gortrom, okay. Matschbombe auf Gortrom. Also wir bekommen jetzt nochmal ein bisschen Egelsam-Recovery und Grasfeld-Recovery auf Gortrom. Und damit könnten wir auf eine Range kommen, wo wir die Matschbombe überleben. 320. Jetzt gib nochmal ein paar von deinen spärlichen KP ab. Ich glaube, wir können sie überleben. Wir sind komplett speziell defensiv. Ich habe eigentlich gekalkt damit. Oh, will ich jetzt für Grasrutsche gehen? Auf Pantymos. Das wird never ever killen. X-Bart bekommt dann... X-Bart bekommt dann eine Runde... Icy Wind ab. Und X-Bart ist dann auf einem Speed von 388. Alter, rechnen ist gerade aber auch ganz schwierig. Irgendwie so 260 oder so, glaube ich. Und 260 würde für Nidoqueen wahrscheinlich noch reichen. Für Pantymos wird schwierig. Ich glaube, ich probiere es jetzt mit einer Grasrutsche hier und mit einem Switchout rechts. Wenn X-Bart jetzt stirbt, ist halt ganz kritische Kiste. Wenn X-Bart jetzt stirbt, ist ganz kritische Kiste. Ich meine, Golgomath ist dann potenziell noch in einem guten Match, also ist potenziell noch gut dabei. Müssen wir mal schauen. Wir haben ihm schon Pferdestärke gezeigt, ne? Das macht auf jeden Fall Erdbeben unwahrscheinlicher. Grabbit ist unsere Win-Con. X-Bart so ein bisschen auch. Grasrutsche kommt, wir kriegen sie raus. Macht sehr guten Schaden. Hat aber wieder die Citrobeere mit dabei.
Jetzt ist also die Frage... Ja, zusammen mit Eichstum killt Matschbombe natürlich übrigens immer. Das war ein bisschen dummer Gedanke. Das heißt, wir können nur noch hoffen, dass er nicht auf X-Bad geht. Das wäre pretty amazing. Das macht fucking viel Damage gegen X-Bad. Wie kann der so bulky... Also, wir spielen kein Angriffsinvestment, aber wie kann der so bulky sein und gleichzeitig so viel Damage raushauen? Und Matschbombe kommt auf Gortrom. Ich denke mal, das wird jetzt hundertprozentig killen. Ja. Okay. Okay. Wie sieht's jetzt mit dem Grasfeld aus? Kann das please enden? Das wäre, glaube ich, relativ wichtig. Zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es endet leider noch nicht. Ansonsten wäre jetzt auf jeden Fall Erdbeben eine Option. X-Bad ist halt leider auf minus 1 und ich glaube, damit werden wir das Ganze nicht gewinnen können. Davon gehe ich aus. Es wird vermutlich nochmal ein Icy Wind kommen. Wir sind safe schneller, safe langsamer, davon gehe ich aus. Erdbeben wird im Grasfeld, denke ich, nicht killen. Wobei es neutraler Damage ist. Wir haben Pudersand. Ich denke, Erdbeben ist unser Play. Rapidschutz, Verhöhner. Sturzflug. Ja, wenn, dann Rückenwind, ne? Wenn, dann Rückenwind. Oder? Also jetzt wäre ein Protect hier maybe noch was wert. Aber er drückt jetzt einfach Ice. Icy Wind Miss wäre noch strong. Icy Wind Miss ist, glaube ich, unsere einzige Hoffnung noch. Wenn ich mich nicht irre. Ja, Pantymos ist schneller. Eichstamm trifft beide wieder. Das heißt, X-Bad ist down. Grabbit ist sehr wahrscheinlich langsamer als Nidoqueen. Kann aber schneller sein. Dann wird er aber wahrscheinlich mit Erdbeben nicht killen. Wir verlieren 4-0. Ja, war kein gutes Match. Ich glaube, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt nicht so super viele Fehler gemacht. Bizarro-Raum, also eher in der Prep dann. Bizarro-Raum war da ein enormes Problem zusammen mit dem Miltank. Dass ich damit selber an dem Punkt raus... Ich glaube, ich hätte es nicht verhindern können. Also ganz ehrlich. Wenn... Dann hätte ich in dem Moment maybe in X-Bad gehen müssen oder sowas in die Richtung, um zu verhöhnen auf Bronzong, damit der Bizarro-Raum nicht rauskommt. Ich glaube, das wäre irgendwie eine Option gewesen. Steeble hat mich ein bisschen enttäuscht, dass der tatsächlich keine Matschbombe gelebt hat. Ich meine, ja, wir haben kein defensives Investment und so, aber ich habe immer ein bisschen Hoffnung in Steeble spezielle Defensive. Zu Unrecht. Ja, schade. Hätte all around gut funktionieren können. Maybe... Ja, ich glaube, ich habe gemisplayed, oder? Also, ja. Doch, ich habe doch gemisplayed. Ich glaube, an der Stelle, wo ich mit Gortrum und Grabbit gedouble protected habe. Ich glaube, da an der Stelle habe ich gemisplayed. Weil, wenn ich mich nicht irre, ist Nidoqueen in dem Moment auf Gortrum gegangen. Und... hat halt Matschbombe gedrückt. Und Gortrom wäre da gestorben. Und das wäre in dem Szenario gut gewesen, wenn ich mit Grabbit protecte. Weil dann kriege ich X-Bad rein. Und X-Bad ist dann zu dem Zeitpunkt schneller als Pantymos. Das heißt, ich hätte dann entweder Sturzflugen können auf Pantymos, was dann schwierig wird, oder mit Grabbit den halt rausnehmen. Aber selbst dann wäre es schwierig geworden, weil Grasfeld ist noch draußen. Ich glaube nicht, dass wir Nidoqueen im Grasfeld killen können, selbst wenn es maximal offensiv ist. Ich kann das mal kurz durchkalken, weil, I don't know, ich glaube nicht, dass er die Schukebeere hatte. Wenn der maximal offensiv ist, nee, no chance, no chance. Dann machen wir 60 bis 71%. Ja, ist ein bisschen schade. Es war so ein bisschen erwartbar, dass es passieren könnte, weil logischerweise ist nicht sonderlich viel Zeit in die Prep geflossen. Ich finde, Selfe und Gortrom haben eigentlich einen guten Start hingelegt. Dann war es aber schwierig nachzusetzen und am Ende war das jetzt wirklich mal das Match, wo man gesehen hat, dass Grasfeld Erdbeben halt schwierig sein kann und dass man viel in der Hand hat, klar, um das zu verhindern, dass beides zusammen gespielt, also dass beides zusammen gleichzeitig draußen ist. Aber in diesem Szenario haben wir darauf nicht so gut geachtet oder wurden in die Richtung geforst. I'm not sure about this. Auf jeden Fall hat uns das ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Potenziell. Weil sonst wäre auf jeden Fall irgendwie Gortrom opfern, X-Bad drücken, Rückenwind und so ganz, ganz
noch eine Option gewesen, auch wenn Grabbit dann vermutlich langsamer als Sarah gewesen wäre. Aber dann ist auch wieder die Frage, hat Sarah überhaupt irgendwas, um Grabbit zu touchen oder nicht? Ja, kann man, glaube ich, wieder viel zu diesem Match sagen. Letztlich GG an Bene, der auf jeden Fall gesehen hat, dass Miltank eine Gefahr sein kann. Dass er Coaching plus Fluch spielt, hätte ich jetzt eher nicht erwartet, aber war eine wilde Strat und die hat uns auf jeden Fall gut auseinandergenommen. Ja, ich sag mal so, auch Trick Room auf Selfie war eine Überlegung. Das wäre auch nochmal geil gewesen, um den dann einfach danach zu reversen. Maybe. Gortrom stand ja daneben. Gortrom wäre dann maybe das Target geworden, weil der sehr nervig ist und Selfie sehr passiv. Ich protecte mit Gortrom. Ich switche den Bizarro-Raum. Wobei er den dann erneut drücken kann und so. Dann wird es wieder 50-50-lastig. Ja, wäre so oder so sehr, sehr schwierig geworden. Wie dem auch sei, das soll es gewesen sein für heute. Leider noch schlechteres Ergebnis als beim letzten Mal. Für mich ist es okay. Ich denke, dass, also, ich will nicht sagen, dass es das jetzt mit dem Ligarennen war, aber die beiden haben jetzt auf jeden Fall differenztechnisch gut Plus gemacht, haben punkttechnisch gut Plus gemacht, sind meiner Meinung nach eh das stärkste Duo. Von daher, sehe ich nicht die größten Hoffnungen, zumal wir als Team natürlich auch so unsere Probleme haben, genau wie jedes Team. Ich finde wirklich nur El Cesar, Bene, die wirken so, als wenn sie alles weitere jetzt noch gewinnen könnten, in der Theorie. Sie können natürlich auch verlieren, das ist klar. Aber die Frage ist, verlieren sie oft genug und gewinnen wir oft genug? Ich sag mal, die Chancen sind jetzt krass schlechter geworden. Ist dann so, macht man nichts. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da geht's, glaube ich, dann gegen Pock, wenn ich mich nicht irre. Macht's gut. Bye. Bye.